Boah, Micha, guten Morgen. Wir haben Samstag. Und was mir heute auffällt, unsere Jungs sitzen alle am Malochen. Nur ich renne hier rum wie Falschgeld. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich zeigen soll. Was ich mir überlegt habe, ich weiß, was ich euch zeige. Ich mache mal einen kleinen Zwischenstand über unsere alten Opels, die wir haben. Kommt mal einfach mit. Wie ihr aus dem früheren Video gesehen habt, hatten wir 15 alte Opels. Und von, jetzt muss ich jetzt überlegen, von 5 haben wir uns schon getrennt. Und eigentlich stehen jetzt alle hier. Und natürlich, die schon fertig sind, stehen schon in seinem neuen Gebäude. Da sind auch Autos bei, die wir noch nicht gefahren sind. Unter anderem, sag ich es nochmal, ein Rekord C, Zweitürer. Keine 100 gelaufen, von innen Neuzustand, von außen Jahresbankzustand. Boah, das Ding, Wahnsinn, das macht so einen krass Spaß mit zu fahren. Aber ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was von unseren alten Opels. Da zum Beispiel steht, der ein oder andere erkennt es vielleicht, der Olympiamotor. Wir haben auch schon das Video dazu angefangen. Problem ist nur, ich möchte nicht so ein Projekt starten direkt, also quasi eine Videoreihe starten und dann fragt ihr, wann geht's weiter, weil es ist wirklich gerade stressig, der Umbau. So, aber jetzt zeige ich euch, was wir hier haben. Hier ist zum Beispiel noch ein C-Coupé. C-Coupé, da haben wir es wieder. Das ist ein B-Coupé natürlich. Und das ist ein besonderes B-Coupé. Ich ziehe das mal einfach raus. Junge! So. Hier haben wir, wie gesagt, ein B-Coupé und das ist schon mal was eigentlich Besonderes. Der ist nämlich komplett unberührt, unrestauriert. Der hat einen besonderen Motor, den ich euch mal zeige. Na Micha, komm hier rum, ich zeig's dir. Oder hier. Oder hier, sieht man ja schon, hat der Ross stark zugeschlagen. Jetzt habe ich mich überlegt, warum haben die den bei Opel damals aufgehoben? Der ist ja schon so rostig, hinten das Heckblech fehlt fast komplett. B-Coupé, okay. War ja damals schon selten, aber der wurde ja in dem Zustand schon vor über 30 oder mehr als 30 Jahren schon eingemottet, weggestellt. Dann haben wir die Haube aufgemacht und dann habe ich es erkannt, warum. Und zwar ist das ein 1.1er S-Motor. Und zwar hat der, jetzt sage ich Doppelvergaser, stimmt aber nicht ganz so, sondern er hat zwei Vergaser, statt einem Vergaser hat er zwei. Das bedeutet 60 PS, 1100 Kubik. Ich glaube, der hat keine... Müssen wir mal gucken. Der letzte Aufkleber von 1084 bei 34.000 Kilometer. Bei 44.000 Kilometer wäre der nächste Ölwechsel. 84 war das Auto also das letzte Mal im Betrieb. Jetzt gucken wir mal, was da gelaufen hat. 41.000. Motor halt sehr, sehr selten. War halt 60 PS zur damaligen Zeit. War das schon schnell. Er wird ja gerade angeboten, aber in dem Zustand kann ich verstehen, mag mir keiner haben. Wir haben nicht die Zeit, ihn zu restaurieren gerade oder überhaupt ihn wieder fit zu machen. Deswegen schieben wir ihn mal rein. Ich glaube, er kriegt bald auch wieder Liebe von uns. Zu dem Auto brauche ich euch nichts erzählen. Mein kleiner süßer Polo. Jetzt haben wir übrigens den Sitz vom Sattler fertig machen lassen, also er ist aufgepolstert worden. Und ich finde, die Innenausstattung ist das Einzige, ist das richtig? Einzige, ja. Das Einzige, was nicht original an dem Auto ist und die Dachantenne ist nicht original. Ansonsten haben wir jetzt alles zurückgerüstet. Wie ihr seht, haben wir jetzt einen Doppelscheinwerfergrill drin. Wir haben unten die Lippe ja dran. Er ist also wieder in den Ursprung fast zurückgesetzt. Na klar, ist er tiefer gelegt, hat andere Felgen, aber egal. Polo ist da, kommt auch in die Ausstellung. Der lässt sich schon mal leichter schieben. Der war schon in dem Ist-Zustand. Hier haben wir einen 67er Kadett A Coupé. Das ist schon nicht so oft gewesen, glaube ich. Und der ist vom Zustand her, würde ich sagen, für einen 68er Auto echt gut. Also wirklich gut. Wenn wir jetzt hier mal die Tür aufmachen, Micha, guck mal rein. Originalradio, Sitze. Geil, ne? Mhm. Hier haben wir noch ein 6 Volt Auto. Der zum Beispiel... Wird erstmal nicht in den Verkauf gehen. Wie gesagt, von den 15 haben wir 5 verkauft. Und der wird nicht in den Verkauf gehen, weil ich finde ihn im Moment zu selten. Und ich glaube, dieses Coupé könnte bei uns in dem neuen, in der neuen Objekt, neuen Halle ganz gut stehen. Der Wagen hat jetzt vorne Trommelbremse. Da haben wir die Radbremszylinder erneuert. Reifen haben wir erneuert. Hier haben wir noch eine 12 Zoll Bereifung. Hier haben wir unser Projektauto. Das kennt ihr ja alle. Der Kupflügel ist so weggefault, dass man eine gar nicht mehr gebrauchen kann. Aber die Räder sind schon mal drauf. Das war ja schon mal wichtig, um zu gucken, ob es passt.
Und wir haben so einen Klotz unter die Blattfeder gelegt, kann man kaufen, sollte das Auto 30 mm tiefer mitkommen. Der Klotz ist drin, tiefer ist er nicht. Ärgert mich ein bisschen. Das bedeutet, unser Projektauto geht natürlich auch weiter, aber da werde ich eine andere Blattfeder für holen, weil ich möchte den tiefer gelegt haben. Ich versuche mal ein bisschen rauszuholen. Nicht wundern, da fehlen zwei Radschrauben, falls das jetzt einer bemerkt. Die Felgen sind natürlich nur drauf, um zu gucken, ob sie passen. Auto ist wieder von uns noch gar nicht angetastet, wenn ihr mal hinten mitkommt. Das Heckblech fehlt immer noch. Also ist unten alles weggerostet. Aber ich habe immer gedacht, das wäre ein Kadett Coupé, weil er halt zweitürig ist und dieses Coupé-Heck, so wie der Weiße da vorne. Es ist aber gar kein Coupé. Es ist warte kurz, man sieht das von hier richtig gut. Sieht man, da kann man das von hier... Ja, das ist ja Coupé. Guck mal, da hinten siehst du ein Coupé. Dann gab es als B-Coupé, gab es noch ein Kiem-Coupé. Das hatte hinten, wie gesagt, diese Kiem. Das ist ein normales Coupé. Das ist ein A-Coupé. Und weil die Linie ja genauso ist, werdet ihr mir wahrscheinlich recht geben. Sag ich, das ist auch ein Coupé. Nein, ich wurde eines Besseren belehrt. Das ist kein Coupé, das ist ein Fließheck. Ein Kadett, boah, wie war's? Kadett B? Ich glaube, steht sogar hinten dran. Genau, Kadett B, LS als Fließheck. Also es ist kein Coupé. Das ist ja unser Projektauto. Da gehen wir auch in einem neuen, unserem neuen Objekt dran. Von daher wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, den Zwischenstand unserer Oldies. Hier stehen 1, 2, 3, 4. Hier haben wir einen Kadett B, ganz normal. So ganz normal ist er nicht, weil er ist von der Substanz her zum Beispiel, wenn man mal auf Details eingeht, hier. Das ist ein Baujahr 70, November 70 und er ist überall schon mit der Sprühdose beigefuttert worden, aber auch schon in den 70er Jahren. Hier haben wir einen Kadett B und ich dachte, das ist ein ganz normaler B-Kadett. Und habe ich mich gewundert, ein B-Kadett und den Schaltknopf so weit hinten. Und ich kenne das normalerweise, das müsste man ein bisschen hin und her remmen, so ein bisschen hin und her remmen. Guckt euch mal, wo der Schaltknopf sitzt oder wo der Schaltpin. Du siehst ja ungefähr die Stellung. Komm mit. Warte. Kannst du das gut sehen? Boah, das ist ein Unterschied. Genau. Und ich habe mich gewundert, hä? Kadett C? Kadett B? Kadett B hat doch den Schaltknauf immer so lang. Also hat diesen langen Schaltknauf. Und habe ich mich gewundert, warum hat der den da? Jetzt hatte ich mal in den Papieren geguckt und das ist ein 1,1 Liter S mit 55 PS statt wie der Fließheck 45 PS. Und ich glaube, das war damals was Besonderes. Und was bei den Autos halt wirklich besonders ist, die sind vom Zustand her halt wirklich gut. Und was wirklich absolut krass ist, diese Autos sind alle erster Hand und 1980 war er zur Inspektion bei 34.000 Kilometer. Also er hat jede Inspektion, wenn wir jetzt hier durchgehen, wirklich jede Inspektion gestempelt bei Opel. Bei, jetzt wollen wir mal gucken, die letzte Inspektion war, wie gesagt, bei 34.000 und er hat jetzt gelaufen 39.000 Kilometer. Baujahr 70, 39.000 originale Kilometer. Aber, wie gesagt, der ist vom Zustand her, so sieht er wirklich gut aus im Ganzen. Aber hier seht ihr, Sprühdose, beilackiert. Das haben wir alles nicht wir gemacht, sondern das waren alles Reparaturen, die man so in den 80er Jahren gemacht hat. Wenn man in den 80er Jahren hier Rost hatte, zack, Sprühdose drüber. Oder ich habe auch einen Kunden gehabt, der hat bei uns einen Ascona gekauft. Und da habe ich es auch in die Beschreibung so geschrieben. Im Style der 80er Jahre wurde dieses Fahrzeug repariert. Das ist für mich Style der 80er Jahre Reparaturen. Da hat er sich den Ascona angeguckt und hat sich mit seinen guten Klamotten hier auf dem Hallenbogen gelegt und hat überall geklopft. Ich so, was klopfen sie denn da? Da sagt er, du hast geschrieben in dem Style der 80er Jahre. Ich kann mich daran erinnern, ich habe früher die rote Pampe angerührt mit den Glasfibermatten. Sagte, dann wurde das schön aufgepinselt, die Glasfibermatte drüber, wieder drüber gepinselt und Farbe drüber und U-Schutz. So wurde früher repariert. Nein, wir haben natürlich im Blech geschweißt. Deswegen, hier mussten wir aber nichts schweißen. Also hier ist alles, wie er ist. Und Micha, jetzt haben wir viel über den geredet. Der Ralf hat hier alles neu gemacht. Was der zum Beispiel auch hat, Scheibenbremse vorne. Ein B-Kadett mit Scheibenbremse vorne, auch sehr selten. Dadurch, dass das hier ein 1.1er S ist, hat er Scheibenbremse vorne. Hier sind Bremsschläuche neu, Bremsklötze neu, Bremsflüssigkeiten neu, motormäßige Flüssigkeiten alle neu. Das Einzige, was noch nicht neu ist, sind die Reifen. Hier sind noch die guten alten Radialreifen drauf. Aber die halten ihre Luft. Und weißt du, was wir einfach machen? Wir haben heute Samstagnachmittag. Und das ist ja das Geile an meinen Jungs. Alle sind fleißig im neuen Gebäude am Renovieren, weil wir wirklich Gas geben. Sollen wir einfach hinfahren? Komm, wir fahren die besuchen. Wir fahren sie mit dem Kadett besuchen, weil Wetter ist ja geil.
Also, auf geht's. Junge, keine Bewegungsfreiheit. So, Choke ziehen, ganz wichtig. Hier haben wir einen Choke. Einmal Gas geben. Guck mal, wie der läuft. Blinker ist an. Scheibe hoch. Gebläse aus. Yes. Boah, der Leistung. Ey, ich kann das nicht beschreiben. Ich kann das nicht beschreiben, Michael. Wir fahren los und es macht Bock. So, was ich auf jeden Fall jetzt schon weiß, das ist wieder die erste Probefahrt, die wir mit dem Auto machen. Die Reifen werden ok, 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 ok. Weil, wie gesagt, sind die Originalreifen, wie ihr gerade gesehen habt. So, ich merke schon, den Choke können wir ein bisschen weiter reinmachen. Sag ich mal, wo ist dieser Choke? Hier. Nee, von oben. Hoch. Da. Da. Ah, jetzt. Und was der Choke macht, hör mal genau hin. Ich gebe kein Gas, so siehst du, mein Fuß ist da. Guck mal, jetzt ziehe ich den Choke. Und dann geht die Drehzahl hoch. Mhm. Warum hat man das gemacht? Ja, das ist Auto, wenn das richtig kalt war. Der stand ja jetzt natürlich über Nacht in der Halle. Von daher ist das dann egal, dass der quasi im Kalten besser anspringt und im Kalten auch einen höheren Leerlauf hat, weil die Autos dann einen schlechteren Leerlauf haben. Wir waren noch keinen Meter auf der Straße gefahren. Wir haben Öl und sowas alles gewechselt. Aber zum Beispiel Sprit ist hier überall voll. Siehst du das? Ja. Jetzt habe ich fast das Mikrofon gegessen. Schönstes Wetter für ein Oldtimer zu fahren. Ultra, ey, wirklich. Super schönes Wetter. Guck mal, wir haben Anfang Februar und haben, ich glaube, 10 Grad, ne? Mhm. Ach, guck mal, wie schön die Straße, wie das hier drin abfedert. Ich sehe nichts. Jetzt siehst du mich. Jetzt siehst du mich. Allein der Tacho, wie alles aussieht hier. Ey, jetzt überlege ich gerade. Tacho bis 180. Ich glaube, normal haben die einen Tacho bis 160. Ich glaube, das ist auch ein Unterschied. Boah, da gucken wir, da muss ich nachher mal gucken. Das habe ich nicht im Kopf. Aber bis 180 war der Tacho nicht. Wer von euch kennt das von meiner Generation? Ich bin früher zur Schule gegangen und was ich immer gemacht habe, man hat in jedem Auto durch die Scheibe reingeguckt und hat den Tacho-Skalen-Endwert gesehen. Und da habe ich gedacht, boah, wenn da ein Tacho war, der über 200 stand, da wusste man, das war schnell. Und welches Auto mir spontan einfällt, welches einen hohen Skalenendwert hat, aber nie schnell war teilweise, ein Ford Capri. Ich habe da reingeguckt und ich meine, der Tacho ging so bis 220 oder sogar 240 und einen Strich noch dahinter. Und da hat man immer gedacht, boah, wie schnell muss der sein? Also das war früher so, das ist so meine Kindheitserinnerung, wo ich zur Schule gelaufen bin. Habe ich immer in die Autos reingeguckt und habe geguckt, wie weit geht der Tacho. Und hier gucke ich rein, sehe der Tacho bis 180 und ich war der Meinung, er geht bei den normalen anderen B-Kategorien bis 160. Das heißt, hier ist schon mal mehr Pfund drin, ne? Weil der Tacho geht ja weiter. Heute macht man sich ja gar keine Gedanken mehr drüber. Aber das war früher so. Wahnsinn. Auch allein, wie man das Lenkrad hier anfasst. Also hier sind die Speichen sind so dünn, man hat das Gefühl, man kann das Lenkrad abbrechen. Aber was mir sofort auffällt, Auto wird sofort schön schnell warm, also Betriebstemperatur erreicht das relativ schnell. Wir können den Choke auf jeden Fall jetzt ganz rein machen. Wir beschleunigen jetzt mal hier auf die Schnellstraße. Oh, wir sind schon im höchsten Gang. Aber guck mal, wir fahren. Aber wir dürfen hier sogar 80 fahren, dann wollen wir mal auf 80 fahren. Ne? Oh, guck mal, Micha, wir haben gleich die 80 erreicht, Vollgas. Zack, jetzt haben wir die 80. Ja, doch, man merkt es. Merkst du dieses leichte Bollern? Ja. Das sind Standschäden von den Reifen. Und es ist heute extrem windig. Dieses Auto ist super windanfällig. Ah, ist das geil. So ein geiler Tag. Wo sollen wir hinfahren, Micha? Sollen wir nach Spanien fahren? Du würdest dich das nicht trauen, wenn ich dir jetzt den Schlüssel mitgeben und ich sage, fahr damit in Urlaub, würdest du nicht machen? Alleine? Ja. Alleine? Ja klar, zum Beispiel. Oder mit deiner Freundin. Ja, würde ich machen. Oder mit deinem Freund. Kannst du dir aussuchen. Aber würdest du dich trauen, damit loszufahren, wenn ich dir sage, Micha, das Pferd hier macht? Wenn du mir sagst, das Pferd, würde ich machen. Also ich kann natürlich nicht in die Zukunft gucken, kann sagen, so ein Auto bleibt nicht liegen. Aber ich würde damit losfahren. Ich wüsste mir natürlich zu helfen, weil das, was ich mir auf jeden Fall ins Auto packen würde, wären ein paar Kontakte. Also der hat ja Kontaktzündung, diese Kontakte kleben manchmal. Aber eigentlich brauchst du sie auch nicht, weil man kann, selbst wenn die Kontakte kaputt gehen, sie nochmal vor Ort reparieren, dass es wieder fährt. Mit einer Nagelfeile, die jede Frau in der Tasche hat. Also irgendwie kann man das immer retten. Allein das Fenster, guck mal, wie man das aufmacht. Hier hast du noch diese kleinen Dreiecksfenster. Und nicht Fenster ein Stück runter, sondern du hast diese Dreiecksfenster. Mega, mega. Aber ich merke schon, an dem Auto, ich glaube, der fuhr neu nicht besser. Also das Auto fährt wie zu damaligen Zeiten halt bestmöglich. Micha, was bedeutet denn Alarm?
Alarm. Was ist Alarm? Die Hupe? Was bedeutet? Oder Warnblinkanlage. Hupe oder Warnblinkanlage? Warnblinkanlage. Früher war das Alarm. Das ist auch geil. Sieht doch geil aus, oder? Mhm. Hupe haben wir hier. Mach nochmal. Die hört sich schon alt an, ne? Früher war viel rot von innen, also das ist mir oft aufgefallen. Also viele Autos waren innen rot, halt diese typischen Farben, Pastellfarbtöne, ne? Auch was ich auch nochmal kaufen würde oder fahren würde, wenn ich es kriegen würde, wäre, was mich wirklich an meine Zeit erinnert, wo ich von der Bundeswehr zurückkam, meinen ersten Audi 200 1520 V Turbo gekauft habe, der mich pleite gemacht hat und ich dann auf einen VW Käfer springen musste, auf einen 84er Mexiko Käfer in Rot. Wenn ich nochmal so einen kriegen würde, der fährt, da könnten wir auch eine Runde mitdrehen und dafür könnte ich euch auch ein paar Bilder zeigen. Wo ich auch noch in meinem Bilderalbum gefunden habe, wo ich tausende von Bilder habe, richtig schlimme Bilder, Micha. Du würdest dich totlachen. Wenn ich die Bilder dir zeige, da sagst du, wir müssen auf jeden Fall ein Video machen. Und ich habe gehabt zu damaligen Zeiten einen Porsche 944 mit 163 PS ohne Cut, erste Serie. Und da hat mein Vater damals schon gesagt, wo ich den kaufen wollte. Ich habe meine Autos früher gewechselt, wie meine Unterwäsche. Ja, vielleicht nicht ganz so oft, aber schon sehr oft gewechselt. Auf jeden Fall habe ich den Porsche dann gekauft und da war mein Vater richtig sauer, weil er sagte, Junge, du bist gerade mal aus der Ausbildung raus, du kannst dir doch keinen Porsche kaufen, weißt du, was der im Unterhalt kostet und hin und her. Also man hat Porsche gedacht und es wäre teuer. Und weißt du, was das Kuriose war? Der Porsche war im Unterhalt, in der Versicherung, billiger wie ein Golf 2. Krass eigentlich. Und davon habe ich richtig, richtig viele Bilder. Einen roten Porsche 944 hatte ich und einen roten Käfer. Das sind so zwei Autos, die ich nochmal gerne hätte. Oder vielleicht auch einfach mal eine Runde fahren würde. Ach komm, soll ich einen raushauen unter ein Bild sehen? Ein richtiges Brett. Ein Bild zeige ich euch. Micha, ich zeig's dir. Micha haut jetzt gleich mal rein. Da könnt ihr sagen, das war früher auch nicht cool. Für mich war es cool. Ich habe meine Diddelmaus, habe mich überall begleitet. Die war am Schlüsselanhänger. Die war an der linken Scheibe, immer in meinem Golf, in meinem Polo, in meinem Porsche. Die ist überall mitgefahren. In meinem C-Kadett. Überall ist sie mitgefahren. Ich habe einen guten Freund damals gehabt, der hat eine Frau beeindruckt. Und es gab so eine Diddelmaus in Lebensgröße, ich glaube 2 Meter war die oder anderthalb Meter groß. Oh, hat er sich hinten auf die Rückbank gesetzt und hat ihr die geschenkt. Damit war er damals der Boss. Guck mal, ich habe die Scheibe verschmiert. Und wie habe ich sie verschmiert? Guck mal, ich mache gar nichts. Guck mal, meine Hände, beide hier. Und guck mal jetzt auf die Scheibe. Was? Ja, wie geht's? Micha, wie geht's? Ja, an den Pedalen hast du so ein Teil. Guck mal hier, hier ist ein Ball. Nee. Soll ich mal drücken? Warte, zeig mal. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Das ist Spritzwasser. Guck hier, wir drücken. Geil, ne? Warum macht man das da unten hin? Ja, früher Hebelagen. Guck mal, heutzutage sind das ja elektrische Pumpen, klar. Aber die Hebelage würde ja alles, und das ist doch ganz einfach, du hast... Achso, das funktioniert mechanisch, dass man drauf drückt. Mechanisch? Mechanisch. Mechanisch. Ja, mechanisch. Ja, ich muss mal tun. Genau, aber das ist quasi wie wenn du einen Sack zusammendrückst. Achso, ja. Spritzt du oben raus. Richtig. Ja, jetzt das Ganze alles. Oh, ich muss jetzt mal die Wische anmachen, ne? Oh, guck mal, wie schön das wischt. Endlich welche, die funktionieren, ne? Ja, genau. Komm, Micha, wir machen dir auch mal frische Luft. Ah, ich habe noch gar keine Gurtrolle. Oh, das war auch schlecht. Was freust du dich so? Freust du dich, mich zu sehen? Hey. So, haben wir jetzt auch genug hier im Auto erzählt. Ist der Stau fast vorbei. Wir können mal drücken. Wir haben die 55 PS mal richtig gelockt. Und sehen uns gleich kurz in der neuen Halle wieder. Wie war das? Der Chef liegt da, tanzen die Mäuse auf dem Tisch, ne? Ihr seht ja die hässlichen Wände, weil hier mal ein Prüfstand war. Das sieht aber irgendwie so ein bisschen schäbig aus. Und dem Pille hat das überhaupt nicht gefallen und hat gesagt, hier unten war es ja auch so dunkel, unten waren so Kacheln, wie ihr gesehen habt. Haben wir jetzt schon alles verkleidet. Wird natürlich noch alles gestrichen. Hier hat der Pille sich ein komplettes Regal gebaut. Und eine Abdeckung
Und hier haben wir einen schönen Fensterplatz mit Abdeckung und ich weiß genau, was hier bald stehen wird. Micha, weißt du, was hier stehen wird? Die Werkstattblume. Jawohl, die Werkstattblume, die wird da stehen. Darf ich mich 360 Grad drehen? Soll ich mitrennen? Ja, mach mal. Komm, ich versuch's. Ich kann auch schneller. Mach schneller. Ich kann auch schneller. Okay. Nichts passiert. Was ein Käse im Kopf. Und ich kann euch noch was sagen. Jetzt bin ich außer Atem. Junge. Hab ich plumps gemacht. Da ist ja diese Tür. Die Tür kommt weg. Und da wird ein Rollotor hinkommen. Wie ein Sektionaltor. Aber wir machen es auf günstige Art und Weise. Wir werden ein Rollo nehmen, was man hochziehen kann. Weil dazwischen... Wir nennen es die Schleuse. In dieser Schleuse ist ein Fenster, wo ihr vom Fanartikel-Shop reingucken könnt. Das heißt, das wird unsere Bühne sein, wo wir unsere Projekte vorstellen, wo unsere Projekte stehen, wo ihr gucken könnt von dem Museum aus einer Seite. Da werden, wie gesagt, zwei Tore sein. In der Mitte stellt ihr euch eine Schleuse vor. Vielleicht male ich das nachher mal auf ein Blatt Papier und der Micha blendet das mal ein. Wenn ich male, das sieht nämlich auch gut aus. Und dann könnt ihr quasi durch den Fanshop reingucken in die Schleuse. Da werden zwei Werkbänke sein, da wird eine Werkzeugkiste sein, so eine kleine Scherenbühne, die auf 1 Meter hoch geht. Und da wird immer ein Projektauto draufstehen. Das könnt ihr immer sehen und vom Museum aus, wenn das Tor oben ist, könnt ihr das Auto dann auch sehen. Und sehen, wenn wir sogar schrauben oder gar drehen. Mega geile Idee, haben meine Jungs gehabt. Weil da der Durchgang ja zum Museum ist, zur Schleuse. Und wir machen da halt, dass wir mit dem Auto da reinfahren können. Weil durch die Tür kriegen wir auch kein B-Kadett rein. Micha, kannst du das sehen, wenn wir hier durchfilmst? Mhm. Du auf der anderen Seite ja. Sehen wir Autos, ne? Mhm. Was sehe ich denn da? Ah, den Audi 80 Quattro, den RS3 kann ich erkennen und einen Rekord. Mhm. Ihr filmt quasi von dem Shop durch in die erste Halle, in unsere Verkaufshalle. Also ihr könnt mega gespannt sein. Ich will es halt noch nicht zeigen, weil halt noch gar nichts fertig ist. Und boah, es wird geil. Ich freue mich so. So, die Jungs haben alle Pause gemacht. Die haben schön alle gemampft. Und weil sie gemampft haben, gerade jetzt, da haue ich direkt wieder ab. Und hier ist mir auch viel zu laut. Ab. Wir fahren wieder rüber in unsere Firma. So, wieder zurück in die Firma. Micha, und was mir die ganze Zeit im Kopf rumspringt, Tacho bis 180. Jetzt gehe ich gucken. Das will ich wissen, was die anderen für Tacho haben. Ich meine, es waren 160. Ist gar nicht entweder. Haha, 160, sag ich doch. Der hat noch den ganz alten Tacho drin. Mhm. Der hat noch Tacho bis 160. Und das Coupé. Auch 160. Wusste ich's doch. So. Also haben wir hier, wie ich früher als Kind schon sagte, mehr Power. Wenn ich jetzt beim modernen Auto auf Tacho gucke, komm, das machen wir auch schnell noch. Junge. Der läuft 260 und das für einen Diesel. Nicht schlecht. So, genug gelabert. Giuliano, ja. Hast du heute schön gearbeitet? Ja. Hast du was verkauft? Nee. Auch gut. Kündigung, ciao. So, wir sind raus für heute. Wünschen euch noch einen schönen Restdienstag. Ciao. Noch nicht ganz. Was hast du noch? Ja. Hast du das gemacht, wo wir drüber gesprochen haben? Der Marcel hatte unser neues Logo für unsere... Neue Halle. Ich geh gucken. Ja, wir hatten keine grauen Shirts mehr. Keine grauen Shirts? Nee, keine grauen Shirts mehr. Warum werde ich hier in dieser Firma eigentlich nur verarscht? Ja, war das nicht, was du wolltest? Das hast du mir doch in deinem Rechner nur gezeigt. So, ciao, habe ich schon gesagt, ne? Ciao mit U. Ciao. Wie schreibt man ciao? C. Jetzt kommt's. Jetzt. Nein. C. Rechts schreibe ich jetzt vor. C-O-U-C-I-U. Junge, mit I ist auf jeden Fall ein I drin. Ciao, ciao. Redest du über das richtige Ciao oder Ding hat's Ciao? Ich glaube, der Italiener da hinten kriegt gerade einen Schlaganfall. Boah, das du hast Ciao ist italienisch, ne? Ja. Wie wird Ciao geschrieben? Ja, C-I-A-U. Meine ich ja, C-I-A-U. Habe ich doch gesagt die ganze Zeit. Wollt ihr mich für dumm verkaufen oder was? Ciao.